Wasser ist türkisblau und wir sehen immer wieder neue Inseln. Wir sind hier immer noch am Rand des Great Barrier Reefs und jetzt kommt noch eine große Überraschung für uns, denn unser Lotse hat uns gerade verraten, der Lotse, der extra nur für das Riff hier an Bord ist, dass wir jetzt nicht den äußeren Ring rumnehmen, sondern dass wir die Whitsunday-Passage nehmen. Das ist also eine innere Passage zwischen Inseln durch. Ganz knapp auch, wenig Wasser unter Kiel, aber natürlich funktioniert es, deswegen machen wir das. Und das ist eine der attraktivsten Schifffahrtsbrücken der Welt und auf diese tollen Eindrücke freuen wir uns jetzt. Morgen sei rechts von euch.